Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe wieder bei Temu bestellt. Das ist gerade angekommen und ich bin ganz gespannt. Es ist mit Hermes gekommen und sollte gestern schon kommen und ich habe dann gewartet und aufgepasst, dass ich es ja nicht verpasse. Und plötzlich stand in der App, es wurde gerade zugestellt. Also es wurde gerade versucht zuzustellen. Und nee, hier hat keiner geklingelt. Und dann stand da ein neuer Versuch heute. Das hatte ich schon mal. Und eigentlich ist es ja so, wenn Hermes mich nicht erreicht hat, habe ich einen Zettel drin und muss das irgendwo abholen. Aber wie gesagt, ich hatte das schon mal. Und ich glaube, die haben das gar nicht geschafft. Und dann schreiben die das einfach so. Ja, ich zeige euch mal, was ich bestellt habe. Ich habe eine Haarklammer bestellt. Die sieht aus wie ein Notenschlüssel. Das ist auch ein, ja, ich glaube, das ist ein Metall. Das fühlt sich jedenfalls kalt an. So schaut das aus. Ich mache das jetzt einfach mal hier so in die Seite, damit ihr das sehen könnt. So. Also eigentlich für hinten, um die Haare hochzumachen. Und dann hast du so einen Notenschlüssel. Ich fand das ganz niedlich. Oder so rum, ja. Ich finde das ganz niedlich. Das war einmal der Notenschlüssel. Preise werde ich euch mal einblenden. Ich habe Nähnadeln bestellt. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, das scheint zu funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Und zwar sind das Nähnadeln, die offen sind. Die sind nicht ganz, ich weiß nicht, ob man das sieht. Die sollen so offen sein und du kannst denen das besser einfädeln. Da bin ich gespannt. Sowas habe ich jetzt hier noch nicht gesehen, habe ich aber auch nicht gesucht. Ich hatte das bei Temu entdeckt und habe gedacht, das könnte toll sein. Also so schauen die aus. Die haben so einen goldenen Kopf und da soll eine Öffnung sein. Ich werde mal einen Nähfaden holen, um das auszuprobieren. So, der Nähfaden und dann kannst du das einfach so davor legen. Und schon hast du es eingefädelt. Das finde ich ja toll. Das funktioniert. Ja, weil ich immer, wenn ich mal was nähen will, ich brauche immer ewig, bis ich das im Loch drin habe. Es gibt ja diese Hilfe. Damit geht das dann auch. Aber so finde ich es ja richtig toll. So, die muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen einpacken. Die Katzen sind nämlich in der Nähe und nicht, dass die das schnappen und sich damit verletzen. So. Genau, Nagelfolien habe ich bestellt und zwar ganz verschiedene. Diese sind so leicht durchsichtig mit Glitzer in, ja, in so einem Rot. Finde ich sehr schön. Ich glaube, ich hatte mir mehrere Nagelfolien auch geholt. Hier kommt bestimmt gleich. Ich nehme einfach mal so raus, wie es jetzt eingepackt ist. So. Ah ja. Das ist so eine ganz kleine Brosche, die ist so in Gold und dann mit Glitzersteinchen. Und wenn ihr einen großen Ausschnitt habt, dann könnt ihr den damit so ein bisschen zusammenfassen. Und ich habe manchmal Kleidungsstücke mit einem sehr großen Ausschnitt, der mir zu tief geht. Und dafür habe ich mir diese kleine Brosche mitgenommen. Die sieht richtig hübsch aus. Ganz klein, echt niedlich. Ach ja, das ist ein Maßband. Ich bin ja nun gerade am Abnehmen und wiege mich auch regelmäßig. Aber früher, wenn ich Diät gemacht habe, dann hatte ich auch immer ein Maßband und dann kannst du deinen Umfang nochmal messen. Achso, so holst du das also raus. Wie lang ist das? Jetzt haben wir 50 cm. 60, wartet mal, das ist doch mehr als 60, das ist doch mehr als ein Meter. Ja, 1,50 Meter. Hier, 1,50 Meter. Und wenn du hier drückst, ziehst du es wieder rein. Also so. Finde ich toll. Ein Maßband. Hilft mir immer für meine Motivation. Wenn das Gewicht mal nicht runtergeht, manchmal verändern sich aber die Maße. Ah, das hatte ich mir auch mitgenommen. Und zwar ist das für den BH. Ich werde bestimmt mal Bilder einblenden, damit ihr seht, wie das gemeint ist. Hinten an die Träger, das sind 3 Stück, glaube ich, drin. Ja,
Die sind so aus Plastik, 4 Stück sogar. Und dann machst du hier deine Träger zwischen und dann hast du das so. Na, wenn du jetzt im Sommer irgendwie ein Oberteil anhast, das hinten so ein bisschen ausgeschnitten ist an den Schultern, damit die Träger nicht zu sehen sind. Das waren 4 Stück. Das glaube ich, kann ganz nützlich sein. Nochmal Nagelfolien. Das ist so ein bisschen in Rosé, auch mit Glitzer und leicht durchsichtig. Kann man, glaube ich, schon ganz gut erkennen, dass es so ein bisschen durchsichtig ist. Die Glitzer. Das hier ist für Melone zum Beispiel. Finde ich auch ganz spannend. Packe ich mal aus. Ich esse ja gerne Wassermelone. Und hiermit kannst du die so portionieren. Also du, ja, und das Schaf. Da gehst du rein. Hier hast du auch nochmal so einen Zwischenteil. Also du gehst rein und dann kannst du die so raus portionieren. Gleich ohne Schale. Kannst du auch dann so gleich rausnehmen, weil das hier zusammengeht. Ne? Also kannst du das so portionieren in der halben Melone und rausnehmen. So schaut das aus. Ja, das werde ich mal ausprobieren. Da bin ich gespannt im Sommer, ob das gut funktioniert. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Dann hatte ich mir den Ohrring nochmal geholt. Mach mal auf. Ich habe davon schon einen. Den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal getragen. Das ist ein Ohrring, den du einzeln bestellst. Also da kommt nur einer. Und das wusste ich nicht. Also man muss ja manchmal auch genauer lesen, was da steht. Ne? Und nun habe ich mir den nochmal bestellt. Ich habe hier jetzt auch gleich 2 für hinten. Ja. Davon sind gleich 2 drinne Verschlüsse. Und wer meine Videos kennt, der kennt den einen davon auch schon und ich finde die so schön. Du machst also erstmal dieses Teil ran und danach kommt das, der Stern, und dann machst du es so und dann ist der Stern so leicht von hinten. Also ich fand die ganz süß und habe mir jetzt den 2. dazu bestellt. Ich finde es doch schöner mit 2. Früher in den Ende der 80er, Anfang der 90er, da hat man ja oft einen auffälligen Ohrring getragen und das war ganz schick. Aber jetzt macht ich das nicht mehr. Und den gab es halt nur einzeln. Genau. Nochmal Nagelfolien. Auch sehr schön, auch glitzernd und so ein bisschen, kann man das jetzt sehen, dass es so ein bisschen blau ist. Das sieht jetzt in der Kamera fast wie schwarz aus. Das ist aber ein Blau. Auch glitzernd und leicht durchsichtig. Das hier, da bin ich auch ganz gespannt. Das wollen wir mal ausprobieren. Da kannst du so eine Kartoffel, hier hinten ist das so abgebildet, damit ja so in Scheiben machen, das aber zusammen bleibt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gibt es manchmal auf dem Rummel, auf dem Weihnachtsmarkt. Und ja, da bin ich ganz neugierig drauf, werde ich mal ausprobieren, ob das gut funktioniert, weil mein Sohn mag das sehr, sehr gerne und wir können das zu Hause gar nicht machen. Dazu hatten wir nicht das richtige Werkzeug. Und einmal diese Teile hier. Das ist, um so Baumspitze, heißen die, glaube ich, auf dem Weihnachtsmarkt zu machen. Da wickelst du, nochmal eingepackt, zweimal eingepackt, da wickelst du den Teig rum und hast dann halt, dass das hohl ist und hast damit so ein bisschen Stand. Denn sonst kriegt man das schlecht hin. Mein Sohn hat das letztes Mal gemacht, zusammen mit seiner Freundin, und die haben dann irgendwas gebastelt. Das war auch nicht schlecht, aber ich finde das jetzt hier, wenn er das so gerne mag und öfter macht, finde ich das eigentlich eine tolle Sache. Ne? Damit kannst du halt diese Baumspitze machen. Kennt ihr die vom Weihnachtsmarkt? Er hat mir letztes Mal auch einen mitgebracht. Ja, ist lecker, aber nicht so ganz. Meins gibt es in süß und in herzhaft. So, was haben wir denn hier? Ah, ich habe mir noch andere Ohrringe ausgesucht. Hoffentlich ist das jetzt nicht wieder nur einer, aber ich glaube, das waren 2. Rausholen. Die habe ich mir in Silber bestellt. Fand ich sehr hübsch. Und zwar ist das von der Art ähnlich. Ihr habt einen Stecker. Hier habt ihr so Blümchen. Und ich mache das jetzt einfach mal rein, damit ihr das so sehen könnt. Ja, die haben viel Auswahl auch beim Schmuck.
muss ich sagen. Schöne Sachen, auch auffälligere Sachen. Also du machst erst den Stecker rein, dann hast du hier zwei Löcher. Wenn du jetzt ein kleines Ohrläppchen hast, dann kannst du in das untere Loch gehen. Ich mache mal da im oberen. Ich denke, ich habe nicht so ein zartes kleines Ohrläppchen. Und dann gucken die Blumen so von hinten nach vorne. So sah das jedenfalls auf der Abbildung aus. Mal sehen, ob das jetzt auch wirklich so ist. So schön. Und ja. Ich kann es jetzt selber nicht sehen und habe es auf dem zweiten. Man kann es auch noch ein bisschen enger, aber ich glaube, für mich ist das gut so. Anfühlen tut es sich richtig. So schaut's aus. Ich sehe mir das nachher an. Ich kann das jetzt hier gar nicht erkennen. Und das waren jetzt aber wirklich zwei. Zum Glück. Ja. Und das fand ich nämlich auch ganz niedlich. Steckst du so zusammen. Ist er jetzt? Hier ist er. Nee, das ist er gar nicht. Da ist er. Das ist hinten so ein aus Silikon. Stecker. Steckst du halt so nachher zusammen. Ja, hoffentlich kann ich die auch gut ab. Die Sterne kann ich sehr gut ab und die sehen, obwohl die ja in Goldfarbe sind, immer noch richtig gut aus. Da hat die Farbe nicht so nachgelassen. Ja, das ist jetzt ja, wie lange ist das her? Ich habe, glaube ich, am 1. Februar bestellt und heute ist der 10. Ich finde, das ging ja recht schnell. Was war das? Ja, ganz vergessen. Ich habe mir eine Handtasche bestellt. Die kommt nochmal hier in so einem schönen Beutelchen. Und zwar habe ich bei einer Freundin gesehen, die hatte so eine schöne Handtasche. Das war so eine Lehrertasche. Wisst ihr so? Die sieht aus wie Leder. Ich weiß nicht, ob es Leder war. Das hatte ich nicht gefragt. Ich glaube nicht. Sieht aus wie Leder, ist so ein bisschen fester und die sah so gut verarbeitet aus, dass ich mich bei den Handtaschen mal umgeguckt habe. Und dann habe ich mir diese ausgesucht. Das ist so ein Grün. Und ihr habt hier auch noch Taschen. Mal. So. Und so geht sie auf. Die kleine Taschen nur, merke ich gerade. Also hier kannst du eine Kleinigkeit noch reinpacken. An der Seite auch. Und hinten hast du auch noch eine Tasche. Jetzt habe ich sie zugemacht. Jetzt ist sie auf. Wie groß ist die? Also das geht. Du kannst dein Handy zum Beispiel reinpacken oder Portemonnaie, wenn es nicht so groß ist. Ich wollte eine nicht zu große, aber auch nicht zu kleine. Manchmal geht man ja los und dann guckt man hier und da und nimmt dann doch was mit. Dann möchte ich ja auch nicht immer eine Tasche kaufen. Und hier habe ich dann eine Tasche. Ich hole mal das Futter raus. Ist so ein bisschen fester. Fühlt sich ein bisschen plastikmäßig an, also nicht so stoffig. Und ihr habt hier dann auch nochmal ein Fach. Oh, da würde jetzt auch ein Handy gut reinpassen oder ein Portemonnaie nochmal. Sowas. So. Auf der Seite habt ihr aber auch nochmal Fächer, die offen sind. Futter wieder rein. Die Tasche selber fühlt sich so ein bisschen samtig an, so ein bisschen wie bei Wildleder. Sieht auch so aus. Und dann haben wir, hoppala, einmal eine längere und einmal so als Griff. Und wie befestigt man das? Beides wahrscheinlich hier, ne? Beide hier ran. So. Und dann kannst du sie so eng am Körper tragen. Scheint gut zu funktionieren. Ist ja auch so ein bisschen rund hier, ne? Oder wenn ihr sie gerne länger tragt, Tragtaschen auch sehr gerne länger. Dann haben wir diese diesen langen Riemen noch. Ich mache den mal jetzt auf lang, weil wenn, dann trage ich sie auch noch gerne so quer rüber. Ich hoffe, dass das reicht. Also sie fühlt sich echt schön an. Mal gucken, wie lange sie so hält, aber anfühlen tut sie sich gut. So. Und dann ist das auch eine schöne lange Schnur. Machen wir mal ran. Auch da freue ich mich ja. Nicht die jetzt. Die trage ich nämlich gerne so. Oh ja, lang genug. Geht mir dann das hier
ist auf der Hüfte, auf dem Hüftknochen. Ne? Und ein bisschen tiefer, so wie ich es mag. Sehr schön. Ja, es sieht aus wie auch im Katalog, wollte ich schon sagen, ist ja kein Katalog, ihr wisst schon, wie auf der Seite. Ist so ein Grün, ja, eigentlich so auch, wie es in der Kamera aussieht. So sieht es tatsächlich auch aus von der Farbe. So wie ich das jetzt sehe. Ich hoffe, dass das nachher auch so wirklich dann so ist. Unten ist ein bisschen fester. Hier. Die ist so, wie ich sie mir vorgestellt habe, auch von der Größe sehr schön. Nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Da passt schon ein bisschen was rein. Sehr schön. Das war die Tasche. Worüber ich mich auch ganz dolle freue schon. Die ganze Zeit habe ich was zum Basteln gleich. Das ist das Teil, was ich hier bestellt habe. Und zwar ein Organizer, der sich um 360 Grad, kannst du jedes Fach da drehen. Den muss ich mir zusammenbauen. Die Maße stehen bei Temo auch immer dabei, sodass man eine Vorstellung hat, wie groß das ist. Aufmachen. Da könnt ihr dann zum Beispiel eure Kosmetik reinpacken. Ihr könnt das irgendwo in eine Ecke stellen und es dreht sich ja halt. Ne? Sind hier die Schrauben drin, was man dazu braucht? Wahrscheinlich hört sich so an. Ah, die Henkel. Die gibt es auch als Zweier und ich hatte sie mir aber als Dreier bestellt. Also du kannst wohl auch zwei nur machen. Irgendwie so. Und hier hinten steht dann, wie sie aufgebaut wird. Das ist alles gut eingepackt, damit nichts kaputt geht. Das sind die einzelnen Fächer. Und das zeige ich euch nachher dann zusammengebaut. Das werde ich gleich zusammenbauen. Finde ich ganz spannend. Dann habe ich mir zweimal was zum Anziehen noch bestellt, weil ich mit der Qualität bei Temu wirklich zufrieden bin bis jetzt, habe ich mir noch zwei Longshirts oder Kleider bestellt, langärmliche. Und das ist einmal eins davon, hat hier unten so einen Ausschnitt, da die Knöpfe, ein Rundausschnitt, lange Ärmel, ist sehr bequem. Ich mag halt gern dieses Stretchige. Und das andere Teil, ja, da muss ich mal schauen. Das habe ich jetzt, ja doch, das war so. Ja, das ist richtig. Ich hatte mir das bestellt, habe das lange im Warenkorb gehabt und nicht weiter ausgesucht und bestellt. Und nachher habe ich gedacht, was habe ich mir denn da bestellt, als ich jetzt geguckt hatte. Ja, ein bisschen bunt unten. Guckt halt wie so eine Bluse, so eine Chiffonbluse nochmal raus. Ne? Ist ein bisschen durchsichtig, auch so ein langes Teil mit einem Rundausschnitt. Ja. Die beiden Kleider habe ich mir dazu noch ausgesucht und jetzt werde ich mal das Teil zusammenbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe gedacht, das wird jetzt ein bisschen komplizierter, aber das ist ganz einfach. Und dann dreht sich das, weil ihr hier unten eine Scheibe habt, die dreht sich. Und so könnt ihr das ganze Teil immer drehen. So sieht das insgesamt aus. Da sind halt diese 8 Stangen dabei. Und dann haben wir nämlich noch, seht ihr, das habe ich jetzt vergessen, wir hatten noch mehr Stangen. Diese hier für hier oben. Die macht ihr da noch ran. Und so habe ich das mit den Stangen auch gemacht. Die längeren gehören nach unten. Das ist die unterste Schale, die anderen Schalen kommen danach, also die längeren Stangen unten, dann hier die etwas kürzeren, habt ihr hier nicht so einen Abstand, hier unten könnt ihr größere Sachen reinstellen und das ist ein schön großes Teil, kannst du irgendwo in die Ecke stellen und kannst du dann drehen und an alles rankommen, kannst du reinlegen, ne? Angenommen, jetzt lege ich mal hier rein, was ich hier bestellt habe, so. Und wenn das jetzt irgendwo in einer Ecke steht, ja, das meine ich jetzt gar nicht, lege ich mal hier oben rein, ja? Jetzt irgendwo in einer Ecke steht, könnt ihr drehen, kommt ihr da ganz gut ran. Und es passt wirklich viel drauf.
Ich wusste nämlich nicht, ob hier in der Mitte noch eine Stange ist. Dann wird nicht so viel rauskommen. Aber so habt ihr ja richtig drei große Schalen. Und da kann ich zum Beispiel meine Kosmetik reinstellen, meine Tagespflege, meine Produkte, die ich so ja täglich brauche. Und das nimmt sonst ja sehr viel Platz weg. Und so könnt ihr es auch in eine Ecke stellen, dieses kleine runde Teil. Nimmt dann nicht so viel Platz weg und ihr könnt es einmal vollstellen und kommt da sehr gut ran. Ja, so schaut das aus. Das finde ich ja richtig gut. Ich glaube, ich ziehe die beiden Teile mal an und zeige euch mal, wie das angezogen aussieht. Das einmal. Und das kann man auch toll zu einer Jeans anziehen. Das ist nicht so lang. Es geht so gerade etwas über den Hintern. Ihr habt hier diese Öffnung. Die finde ich richtig niedlich mit den Knöpfen. Und das ist so ein schönes ja, Longshirt. Das andere ist ja eher ein Kleid. Das zweite Teil, das ist ja unten nochmal mit diesem Busenteil, das bis zum Knie geht. Und hier habt ihr nochmal zwei Taschen. Das wusste ich gar nicht mehr, seht ihr. Noch zwei Taschen dabei. Ja, muss ich mal schauen, wie mir dies hier gefällt, ob ich das behalte vielleicht. Würde ich natürlich dann eher anziehen, glaube ich, zu einer schwarzen Leggings oder zu einer blickdichten Strumpfhose. Muss ich mal schauen. Ich hoffe, der kleine Temo-Haul hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.